Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Ethereum, droht ein weiterer Crash oder ist jetzt eine günstige Gelegenheit, um auf steigende Kurse zu setzen? Diese Frage und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum US-Dollar Tageschart und was wir hier auf dem ersten Blick sehen können, ist, dass wir ein ähnliches Chartbild haben wie auf dem Bitcoin-Tageschart. Ihr seht auch, wir haben hier eine aufsteigende Trendlinie, die hier die letzten höheren Tiefs miteinander verbunden hat. Und in dem Moment, wo wir hier diese aufsteigende Trendlinie, so auch hier den Trend gebrochen haben, sind wir hier runtergefallen auf den nächsten Support, wo wir gleichzeitig auch hier das letzte höhere Tief haben. Also schon mal ziemlich ähnlich auf den ersten Blick wie der Bitcoin-Chart. Hier hatten wir auch diese aufsteigende Trendlinie. Als sie gebrochen ist, haben wir dann jetzt auch eine größere Korrektur gesehen und bekommen jetzt hier auch in der Nähe von dem letzten höheren Tief Support. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal auf den Ethereum-Tageschart wechseln, können wir jetzt einmal hier diese aufsteigende Trendlinie entfernen, da diese jetzt ja gebrochen ist und nicht mehr als Support dient und jetzt hier auf den aktuellen Support besser konzentrieren. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Linien eingezeichnet. Das ist einmal hier das letzte höhere Tief auf Candle Close und auf Candle Dort, da haben wir hier einfach schon mal so eine kleine Pufferzone. Und was wir hier einmal sehen, ist, dass in der Vergangenheit hier extrem viele Berührungspunkte hatten. Ihr seht, diese Zone hier war über sehr, sehr lange Zeit ziemlich starke Resistance, bis wir sie dann hier gebrochen haben. Ihr seht, seitdem haben wir diese schon mal einmal angetestet. Hier hat sie jetzt Support gedient und aktuell haben wir hier diese Zone auch nochmal angetestet und hat hier vorerst jetzt auch schon mal als Support gehalten. Das heißt also, wir haben hier schon mal eine ziemlich starke Supportlinie. Das sehen wir auch, wenn wir noch einmal kurz auf den Wochenchart wechseln und hier die 200-Wochen-Durchschnittslinie einblenden. Da so blenden wir jetzt hier einmal die anderen aus. Ihr seht jetzt hier die violette Linie, das ist die 200-Wochen-Durchschnittslinie und die testen wir hier auch gerade als Support dann. Also das verstärkt dann hier einfach auch nochmal die Supportzone insgesamt. Und normalerweise ist es so, wenn eben nach einem ziemlich starken Ausverkauf solch eine starke Supportlinie antestet, ist es üblicherweise so, dass man jetzt zumindest kurzfristig nochmal eine kleine Gegenbewegung reinbekommt. Das haben wir zum Beispiel auch hier das letzte Mal gesehen. Hier hatten wir auch schon diesen starken Ausverkauf, sind in diese wichtige Supportzone gekommen und hatten dann auch eine Gegenbewegung. Das heißt also, vorerst gehe ich jetzt auch davon aus, dass wir hier jetzt in dem Moment, wo wir jetzt eben diese starke Supportlinie angetestet haben, zumindest hier auch nochmal eine kleine Gegenbewegung sehen, die man hier tendenziell dann mit einem Long Trade mitholen kann. Interessanter wird die aktuelle Situation aber auch noch, wenn wir jetzt hier einmal etwas rauszoomen und uns den RSI anschauen und ihr könnt sehen, wir sind ja wirklich massiv überverkauft am tiefsten Punkt. Ich habe jetzt hier einfach mal eine horizontale Linie angezeichnet, um dann wirklich zu schauen, wann wir das letzte Mal oder die letzten Mal überhaupt so stark ausverkauft waren. Da sehen wir wirklich, dass wir hier momentan eine absolute Ausnahmesituation haben, denn ihr seht, das letzte Mal, als wir so stark ausverkauft waren, das war, als wir hier am 15. Juni das Tief für Ethereum bei ungefähr 1000 Dollar erreicht haben. Das war hier wirklich bis jetzt eben der Bärenmarktboden, nachdem wir vom Allzeithoch bis zu diesem Level um knapp 80% korrigiert sind. Und deswegen ist meiner Meinung nach hier die aktuelle Situation wirklich eine absolute Ausnahmesituation, wo wir solch überverkaufte Level haben, was eben auch, wenn wir hier nochmal kurz raus und gesehen haben, wann immer wir eben hier so stark überverkauft haben, haben wir hier zumindest in der Kürze immer wieder eine ziemlich starke Aufwärtsbewegung gesehen. Ihr seht, das zeichnet jetzt hier nochmal kurz ein. Hier auch nochmal bei dem Bärenmarktboden 2018 hatten wir nochmal ziemlich starke Aufwärtsbewegung. Und ihr seht auch so vor, wann immer wir hier dieses Level erreicht hatten, hatten wir zumindest in der Kürze eine ziemlich starke Aufwärtsbewegung. Und das verstärkt hier einfach nochmal meine Annahme, dass wir jetzt auch hier eben in der Kombination mit dem starken Support-Level, was wir hier erreicht haben, und diesem extrem überverkauften Level, dass ich hier mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit rechne, dass wir hier zumindest in der Kürze einen Bounce reinkriegen, zumindest hier vielleicht nochmal die letzte Resistance, also den oberen Kasten vielleicht so bei 1830 Dollar antesten. Und deswegen möchte ich jetzt hier unter gegebenen Umständen eine Long-Position eröffnen. Und das schauen wir uns hier einmal jetzt genau auf den 4-Stunden-Chart auf der kleineren Zeiteinheit an, wann ich hier meine Long-Position eröffnen werde. Und zwar seht ihr, dass jetzt hier so eine, nach dem Ausverkauf hier sollte eine Range gebildet haben. Wir haben hier ungefähr jetzt den Boden eben bei 1639 Dollar und die aktuelle Resistance haben wir oben bei ungefähr 1692 Dollar. Das bedeutet also, wenn wir es jetzt hier in den nächsten Tagen schaffen sollten, über die aktuelle Resistance hier auszubrechen, dann im Optimalfall einen Retest sehen, dann werde ich hier eine Long-Position eingehen, den Stop-Loss hier einfach unter das letzte Tief ziehen. Dann rechne ich damit, dass wir hier zumindest nochmal diese letzten Tiefs hier antesten, also ungefähr in dieser 800-Dollar-Zone. Das heißt, also, wir werden dann hier ein Risiko von ungefähr 3,7% und eine potenzielle Upside von knapp 8%, was meiner Meinung nach hier für einen solch einen kurzfristigen Trade
immer noch ein recht gutes Risk-to-Reward-Verhältnis bist. Unter welchen Umständen wäre dieses Szenario hier invalidiert? Und zwar, wenn wir hier noch einmal auf den Tageschart wechseln, dieses Szenario wäre invalidiert in dem Moment, wo wir hier es nicht schaffen, das letzte höhere Tief, das könnt ihr nochmal anschauen, ihr seht es seit dem Boden, hatten wir hier ein Tief, höheres Tief, höheres Tief. Das heißt, solange hier dieses höhere Tief in der Zone hier von 1640 bis 1618 Dollar hält, solange sind wir noch in einem Aufwärtstrend und der Aufwärtstrend wäre eben erst beendet, wenn wir es hier nicht schaffen, das höhere Tief zu halten, also unter diese Zone hier, unter die 1613 Dollar fallen. Dann ist der tatsächliche Aufwärtstrend beendet. Dann rechne ich mittelfristig erstmal nochmal mit einer längeren Korrektur. Das nächste Ziel, worauf ich dann hier achten würde, wäre die Supportzone hier ungefähr bei 1380 Dollar. Also wirklich dann hier eine größere Korrektur. Das wäre von dem aktuellen Niveau hier nochmal ein Ausverkauf von knapp 18%. Das bedeutet also nochmal kurz zusammengefasst, auf dem 4-Stunden-Chart achte ich darauf, ob wir es schaffen, hier die aktuelle Resistance zu überwinden, also über 1690 Dollar zu steigen. In dem Moment, wo dies gelingt, werde ich hier long gehen mit einem Stop-Loss unter dem letzten Tief auf für ungefähr 1630 Dollar und werde long gehen dann hier in Richtung 830 Dollar. Sollten wir also allerdings nicht schaffen, über die Resistance auszubrechen und stattdessen hier unter das letzte höhere Tief zu fallen, dann werde ich hier short gehen unter dem letzten Tief, also hier unter 1600 Dollar in Richtung der 1380 Dollar, was dann hier das nächste größere Support-Level wäre. Hier würden wir dann umgekehrt den Stop-Loss hier über hier die Konsolidierung ziehen, also über das letzte Hoch hier. Dann hätten wir auch hier ein Risiko von knapp 6% und eine potenzielle Downside, was dann unser Gewinn wäre, von 14%. Das ist also hier der aktuelle Trade, den ich beobachte. Und um hier noch ein Thema vorweg schon mal zu besprechen, da ich weiß, dass jetzt vielleicht einige, die hier erst neu dem Trading hier beigetreten sind, vielleicht etwas verwirrt sind und vielleicht jetzt hier auch nicht genau wissen, wie ich das meine, da sie eben denken, man müsste jetzt hier auf ein Long- oder ein Short-Szenario festlegen. Das ist eben hier ein häufiges Fehlverständnis beim Trading. Es geht nicht darum, den Kurs vorherzusagen. Das ist absolut unmöglich. Wenn wir hier nochmal auf den 4-Stunden-Chart wechseln, niemand weiß, ob wir hier aus dieser Konsolidierung letztendlich bullish, also über die Resistance, ausbrechen werden oder aus dieser Konsolidierung hier bearish ausbrechen werden. Das ist absolut unmöglich vorherzusagen. Niemand hat eine Glaskugel und ich bin auch kein Wahrsager. Deswegen sind eben alle Möglichkeiten, die wir haben, die momentane Konsolidierung zu beobachten und uns hier auf alle Szenarien vorzubereiten. In dem Moment, wo wir es einfach schaffen, die Resistance hier aus dem Markt zu holen, bedeutet es einfach, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass wir aufgrund der Überwindung der Resistance einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, hier einen aktuellen Aufwärtsimpuls weiter fortzusetzen zur nächsten Resistance, also hier zu den 800 Dollar. Das wäre eben dann hier das Szenario, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist für das Bullish-Szenario. In dem Moment, wo wir hier den aktuellen Support brechen, wäre das natürlich ein Schwächezeichen und dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir eben diesen bearischen Impuls, diesen schwachen Impuls fortsetzen in Richtung des nächsten Support-Levels, was wir hier auf dem Tageschart besprochen haben. Und solange wir eben hier keine Entscheidung sehen und der Chart hier einfach weiter seitwärts läuft, so lange machen wir einfach nichts und warten eben die Entscheidung des Charts ab, ob sich eben hier genug bullisches Momentum bildet, um eben hier die Resistance aus dem Markt zu nehmen, somit dann hier eben den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen oder eben, ob wir weiterhin Schwäche sehen, hier einfach liegen bleiben und dann hier einfach ein bearisches Momentum haben und bearish ausbrechen. Das heißt also, es geht gar nicht darum, jetzt hier in die Glaskugel zu schauen und dann vorherzusagen, okay, wir werden jetzt hier auf jeden Fall bearish oder auf jeden Fall bullish ausbrechen. Wie gesagt, keiner ist ein Wahrsager und das kann keiner vorhersagen. Deswegen geht es vielmehr beim Trading darum, eben Resistance und Support zu ermitteln und dann eben einfach hier abzuschätzen, wann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir den bullischen Breakout, also hier das bullische Momentum weiter fortsetzen und wann eben die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir hier das bearish Momentum, also hier den bearischen Ausbruch, weiter fortsetzen. Im Trading geht es also vielmehr darum, die Wahrscheinlichkeiten zu gewichten. Dann wird man langfristig eben auch Profite machen. Dann kommen wir jetzt hier abschließend noch zu den Ethereum News und On-Chain-Daten. Und hier könnt ihr sehen, dass mittlerweile schon 22,5% aller Ethereum gestaked wurden. Und in einem Video hier vor knapp 4 Monaten haben wir auch schon mal über das Staking-Ratio gesprochen. Und hier ist uns aufgefallen, dass extrem wenig Ethereum im Vergleich zu anderen Layer 1s gestaked sind. Ihr seht, damals waren gerade mal 14% aller Ethereum gestaked. Und hier haben wir auch besprochen, dass nach dem Shanghai-Update höchstwahrscheinlich die Staking-Rate für Ethereum deutlich ansteigen wird, weil dann einfach Ethereum-Staker die Gewissheit haben, dass sie ihre Ethereum auch nochmal
unstaken, also auszahlen konnten, können, was ja vorher nicht der Fall war. Und da war auch hier meine These, dass uns ja langfristig hier dem durchschnittlichen Staking Ratio von 58% über die nächsten Monate und Jahre annähern werden. Und ihr seht, jetzt haben wir immerhin hier schon 22,5% erreicht. Also seit dem Ethereum Shanghai Hardfork hier ist also das Staking Ratio schon um knapp 8% angestiegen. Und ich denke, dass wir hier in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch wirklich hier noch weiterhin sehen werden, dass das Staking Ratio sich noch sehr stark erhöht, dass wir dann hier ungefähr so diese 58% langfristig erreichen werden und somit dann hier natürlich auch eine hohe Anzahl aller Ethereum illiquide sind, was sich dann hier nochmal positiv auf den Ethereum-Preis langfristig auswirken wird. Ansonsten, was natürlich jetzt auch noch momentan ein sehr spannendes Thema ist, ist, dass wir 12 Futures-ETFs hier für Ethereum sehen, also die jetzt hier schon beantragt sind. Und hier sagen auch Bloomberg-Experten, dass eben hier eine Wahrscheinlichkeit von 75% bevorsteht, dass eben hier diese Ethereum-Futures zugelassen werden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das sind Ethereum-Futures, die sind nicht physisch gedeckt, die werden keinen Einfluss auf den Preis haben. Aber man muss sich hier erinnern, bei Bitcoin, wenn wir nochmal auf den Wochenchart wechseln, hier haben wir auch gesehen, dass während dieser Phase hier die Futures zugelassen werden. Und hier ist genug Momentum aufgekommen, dass es dann trotz dieser 50% Korrektur, die wir zuvor gesehen haben, auf 30.000 Dollar geschafft haben, hier nochmal ein neues Allzeithoch zu erreichen. Deswegen gehe ich persönlich davon aus, in dem Moment, wo wir hier sehen, dass hier die Ethereum Futures zugelassen werden, wenn wir einfach auch nochmal etwas Hype, etwas FOMO, somit bullisches Momentum aufbauen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier nochmal den Ethereum-Preis etwas nach oben pushen wird. Und ansonsten muss man natürlich sagen, Ethereum Futures sind natürlich auch noch hier der erste Schritt, also ein Futures ETF, um einen physisch gedeckten ETF zu bekommen, wie er jetzt ja bei Bitcoin schon verhandelt wird oder beantragt ist. Und dementsprechend ist es ja meiner Meinung nach auf jeden Fall ein bullisches Event. Und abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Ende dieses Monats hier unser Giveaway bei Femex von 100 Ethereum ausläuft. Alles, was ihr braucht, um an diesem Event teilzunehmen, ist es hier einen Femex Soul Pass zu minten. Den könnt ihr euch kostenfrei, also ohne hier Gebühren, minten, ab dem ihr im Trading-Volumen innerhalb eines Monats von mindestens 10.000 Dollar habt. Hier wurde das Volumen nochmal von 100.000 auf 10.000 verringert. Das heißt, jetzt in einem Monat hier ein Volumen von 10.000 Dollar zu erreichen, ist gut machbar. Hier geht es also nicht um die Positionsgröße. Ihr braucht kein 10.000 Dollar Trade zu eröffnen, sondern das Volumen stellt sich zusammen durch eure Positionsgröße mal dem Hebel. Das heißt, wenn ihr jetzt 500 Dollar tradet und habt einen 5er Hebel, hättet ihr schon 2.500 Dollar. 4 solcher Trade innerhalb eines Monats, dann hättet ihr eben hier die Qualifikation, um den Femex Soul Pass zu minten, und dann seid ihr qualifiziert, um an allen weiteren Events teilzunehmen. Und hier habe ich auch schon mit Femex Mitarbeiter gesprochen und die haben gesagt, dass hier noch weitere vergleichbare Events wie dieses Giveaway stattfinden wird. Und was ihr eben braucht, um hier teilzunehmen, ist wie gesagt nur der Femex Soul Pass. Das sollte sich also hier auf jeden Fall für euch lohnen, wenn ihr sowieso auf Femex tradet. Und was natürlich auch der Vorteil ist, in dem Moment, wo ihr hier den Femex Soul Pass habt, könnt ihr nicht nur an diesen Sonderevents teilnehmen, sondern euer Trading-Volumen wird dir gleichzeitig hier auch angerechnet für das XBT Pre-Mining, wo also hier den Femex DAO-Token auch noch kostenlos ausgeschüttet bekommt, je nachdem eben wie hoch hier euer Trading-Volumen ist, weil ich hier auch viele Fragen erhalten habe, für was ist hier dieser Token überhaupt. Das ist eben so, es ist ein DAO-Token und dieser Token macht euch so gesehen zum Mitbesitzer von Femex, denn Femex wird über diesen Token die Gewinne, die die Plattform erzielt, ausschütten. Das heißt also, in dem Moment, wo ihr hier die XBT-Token habt, die dann eben später hier in die PT-Token, also On-Chain, umwandelt, könnt ihr diese staken und seid dann so gesehen Mitbesitzer von Femex und dann werden eben anteilig, je nach der Höhe, wie viele XBT bzw. PT ihr hier gemeint habt, eben die Gewinne von Femex an euch ausgeschüttet. Also so gesehen ist man dann natürlich ähnliches wie eine Aktie, die Dividenden ausschüttet, beteiligt hier an der Femex-Plattform. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.